Nachdem ich die Tage ein Gel-Case für das HTC One im Video vorgestellt habe, ist heute ein sogenanntes Flip-Case für das Smartphone an der Reihe. Das Flip-Case, das ihr hier im Video seht, gibt es bei eBay für um die 12 Euro inklusive Versand. Ich nutze es jetzt seit ein paar Tagen und hier im Video erfahrt ihr meine Eindrücke und meine Meinung zu dem recht günstigen Gadget für das Smartphone. Die Luxusleder-Flip-Tasche für das HTC One, wie sich das Gadget in der Artikelbeschreibung auf eBay nennt, ist natürlich nicht aus echtem Leder bei einem Preis von 12 Euro, sondern besteht aus Kunstleder. Das Case wird einfach am Smartphone befestigt, indem das HTC One auf der linken oder auf der rechten Seite eingelegt wird und dann in das Case hineingedrückt wird. Alle wichtigen Bedienelemente sind ausgespart, so ist die Lautstärke-Wippe, aber auch am oberen Rand der Power-Button frei zugänglich. Auch an den Micro-USB-Anschluss kommt man ohne Probleme. Ebenso leicht, wie sich das Smartphone einsetzen lässt, kann man das Smartphone aus dem Case auch wieder entnehmen. Ein großer Vorteil solch eines Flip-Cases ist natürlich die Tatsache, dass das Smartphone zu einem sehr großen Teil geschützt ist. Es sind also fast alle Seiten verschlossen, bis auf die wichtigen, schon erwähnten Bedienelemente. Größter Nachteil eines solchen Cases ist wahrscheinlich die Tatsache, dass man immer einen Deckel hat, mit dem man irgendwie umgehen muss, also den man entweder nach unten hängen lässt oder eben nach hinten klappen muss, was allerdings bei diesem Case sehr gut funktioniert. Von meiner Seite gibt es an diesem Flipcase keine größeren Kritikpunkte, im Gegenteil. Ich empfinde das Case als sehr nützlich, gerade wenn ich unterwegs bin und das Handy dann doch sehr geschützt weiß und mir da keine allzu großen Gedanken machen muss. Die Hülle trägt auch nicht allzu dick auf und ist mit 12 Euro vom Preis her absolut okay. Wenn ihr euch für das Case interessiert, den Link zum Artikel auf eBay findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Ebenso einen Link zu meinem letzten Gadget-Test vom HTC One, vom Gel-Case. Und in der Beschreibung bzw. bei der Beschreibung findet ihr auch den Daumen nach oben-Button, auf den ihr gerne drücken dürft, wenn euch dieses Video gefallen hat.